So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Ich hatte ja beim letzten Mal das 152er Mammut gezähmt. Das habe ich auch mehr oder weniger offscreen gemacht. Ja, genau. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Findet ihr in der Videobeschreibung. Falls ihr interessiert, das 16er Mammut habe ich dann freigelassen und vom Rex töten lassen. Habe ich ein bisschen Pelz und Fleisch bekommen. So wie es sich gehört. Und es fängt an zu regnen, so wie es sich gehört. Brauche ich nichts trinken. Ich habe was Besonderes vor. Ich zeige mal kurz, ich habe was vorbereitet. War schon fleißig. Ich habe hier 10 Armbrüste. Jede Menge Fasern, Feuerstein und Stroh und kann ich insgesamt über 1000 Pfeile herstellen. Aber mir fehlt es an Metall. Ja, ihr erinnert euch vielleicht noch an Folge 18, war das? Da habe ich den High-Level-Giga gefunden. Und ja, um den werden wir uns dann kümmern. Da Level 8 nun wirklich nicht mein Niveau ist, werde ich den einfach mit 1000 Pfeilen beschießen. Ich werde ihn genauso in eine Falle locken, wie als wenn ich ihn betäuben würde. Aber ich werde dann mit normalen Steinpfeilen auf den ballern und ihn töten. Das wird mir sicherlich einiges an XP bringen. Ja, apropos XP, das ist genau das, was wir auch jetzt brauchen und machen werden. Wir werden jetzt ein bisschen fahren, ein bisschen Metall abbauen gehen. Am besten bald noch mit einer Agentavis. Genau, wir nehmen das noch mit, das noch und das. Das wiegt ja alles nichts. Stellen dann schon mal die 1000 Pfeile unterwegs her, während wir hier mit unseren Kollegen, hoffentlich nicht sterben, das Metall abarbeiten. Denn hier vorne ist eine Explore-Node. Die habe ich gefunden, als ich mit den Ankylo gerade die Feuersteine abgearbeitet habe. Und da ist sie. So, das haben wir denn da? Ah, der Wolf. Schön. Nehmen wir den. So, Tyrannodon ist erstmal ein Level ab. Immer schön auf, ein bisschen auf Ausdauer. Und wir stellen. So, 770 Pfeile. Gut. Ist doch schon mal ganz gut. Wir kriegen XP ohne Ende dafür, wie ihr seht. Wo wollen wir denn hin? Guck mir die Karte an. Genau, wir wollen auf einen der kleineren Berge. Wir müssen nur aufpassen. Ich weiß nicht, ob das der beste Weg ist. Ich glaube, über Schneegebiet ist, glaube ich, der angenehmere Weg. Aber erstmal ist es, glaube ich, angenehmer, sich hinzusetzen. So. Oh ja, das gibt Level. Ja, Ausdauer ist wieder frisch. Und weiter geht's. So, wir müssen jetzt aufpassen. Das Schneegebiet ist natürlich jetzt gerade jetzt extrem kalt, genau. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Mich interessiert. Genau. Da ist der Vulkan. Ich glaube, wir fliegen einfach mal zum Vulkan. Das ist, glaube ich, die sicherste Lage, um Metall abzubauen. Ich bin mir da aber nicht so sicher, ob ich bis dahin. Da. Ich hasse Nebel, um ehrlich zu sein. Man sieht dann einfach nicht, wo es was ist. Ich weiß, dass hier ein Alpha-Raptor rumrennt. Das ist dann nicht so das, was ich mir erhoffe. So, oh, ein Skorpion. So. Hallo Skorpion. Solange von oben keine Raptoren runterplumpsen. Na ja, die sind echt schlimm geworden, die Raptoren. Vor denen habe ich richtig Schiss. So, aber egal, wir sind da. Und ich hoffe, es wird gleich wieder weniger neblig. Aber dass es regnet, ist eigentlich ganz praktisch. So ist es hier am Vulkan nicht ganz so heiß. Na gut.
habe ich mich getäuscht. So. Müssen wir uns ein bisschen hin machen. So. Brauchen jede Menge Metall. Hier gibt es keine Gegner, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Da ist die Tech Cave. Ah, ich bin zu langsam. Ich traue mich nicht. Diesen Kristall können wir auch mitnehmen. Schadet jedenfalls nicht. Das macht mir Angst, dieser Ort. Nicht nur wegen der Hitze, weil ich gleich tot bin. Nein. Eher, weil das einfach die ganze Lava. Es ist einfach so misstrauisch, dass hier von nichts kein Gegner ist. So. Nee. Wir gehen hier oben so lang. Hier finden. Ah, ich habe schon 500 Pfeile hergestellt. So. Kann eine Weile dauern. Dann würde ich eine Ewigkeit dauern. So. Wie gesagt, wir brauchen ja die Metalltore. Andernfalls würde ich mit anderen. Andernfalls lege ich mich nicht mit dem Giga an. Sag und schreibe 144 Metall. Ich bin beeindruckt. Bessere Spitzhacke wäre gut oder mit den, oder eben eine Argentavis, mit der ich hier problemlos hochfliegen kann. Da kann ich ja einen von den Ankeloder mitnehmen. Das ist kein Metall, das ist noch Splitter von übrig, ne? Ja. So. Kahn ist schon ganz schön. Ganz schön heiß ist es hier. Und bestimmt nicht essen. So. Wie viel Gewicht hat denn der Gute? Okay, wir dürfen es natürlich nicht übertreiben mit dem Gewicht. Am besten schmeißen wir das mal raus und das hier auch noch raus. Okay, wir sind fertig. Wir haben noch kein Level Up. Mist. Von Lava würde ich mich immer schön in Acht nehmen. Okay. Das ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Ich dachte, hier war noch mehr Metall. Okay. Da ist noch besser Metall. Ich muss nur aufpassen, irgendwann komme ich in die Region, wo es wieder Tiere gibt.
Okay. Das packen wir mal weg. Okay, ich brauche 1400. Das kann eine Weile dauern. Aber egal, gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Vulkan ist jetzt eigentlich in diesen Regionen noch recht safe. Ich hoffe es zumindest, nicht, dass ich mich jetzt hier irre. Meine Güte. Agentaren sind hier. Okay, ich bin langsam wieder in der Region, wo ich aufpassen sollte. So, wo sind wir denn auf der Karte? Gut. Ich weiß, dass es in der Nähe vom Blauen Ark, also ziemlich dort, auch jede Menge Metall gibt. Ich weiß nur nicht, wie gefährlich es dort wirklich ist. So, wir fliegen jetzt noch auf den anderen Berg. Da, nee, da war ja der Giga, aber es gab nur noch Zwischenberge. Zwischenberge, wie sich das anhört. Oder sagen wir so, es gab da noch andere Berge, wo sehr viel Metall vorkam. Was ist das denn für ein Ding? Ach, das ist ein Säbelzahntiger. Oh ja, gut. Wenn es weiter nichts ist. Da, der Berg zum Beispiel. Das ist der Berg, auf den es den Giga gibt. Da sind Alus, Kentros, alles nicht gerade freundliche Tierchen. Wir lassen das mal lieber. Naja, kommt mir ruhig hinterher. Könnt ihr ruhig versuchen, die kommt hier eh nicht lang. So. Na. Das ist doch ein guter Metallbrocken. Können das ja sowieso nur so lange machen wie. Solange wie wir, wie die Spitzhacke noch ganz ist. Länger können wir es nicht machen, denn wir haben keine Ersatzspitzhacke dabei. Ich will ja eigentlich auch nur leveln. Hätte gedacht, dass ich jetzt mehr bekomme. Ja, was heißt hier mehr bekomme? Ich habe ja schon fast 500, ne? Ja, 430 habe ich jetzt schon. Also es gibt ja schon genug Metall. So ist es ja nicht. So. Ich glaube, gleich ist meine Spitzhacke kaputt. Oh. Na dann. Was haben wir gefunden? Ja. Das ist gut. Nur habe ich jetzt nichts mehr zum Herstellen. Das ist jetzt blöd. Fliegen wir einfach jetzt mal zurück.
So. Gehen wir ein bisschen auf Traglast. Also, die hat ja nicht viel gebracht. So, fast 600, die Hälfte. Nicht mal die Hälfte. Nicht mal die Hälfte. Optimismus ist ja schön und gut, aber man. Fast runtergeflogen ist, das war knapp. Aber wir lassen das jetzt mal. Ein bisschen Farmen muss auch mal sein. Um 16 Uhr haben wir es, gut. Vielleicht nichts mehr zu essen. Zack. Ne, brauche ich auch nicht. Ich glaube, ich werde langsam zu schwer. Ich würde sagen, einen Brocken können wir noch abarbeiten. Aber gucken wir mal. Wir warten einfach mal. Bis unsere Spitzhacke versagt. Denn es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, wie ich sehe. Na, Spitzhacke ist gleich kaputt, ne? So. So, wir haben die Hälfte geschafft. Ist kalt, woran das wohl liegt? Vielleicht, weil wir in der Nähe vom Schneegebiet sind. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Hier könnten mich ein paar Agentaren sehen. Ja. Ach, nicht kaputt. Donnerwetter. Dorn. Das kann ich mir kaum vorstellen, aber noch hängt meine Spitzhacke am seidenen Faden. Okay, 730. Nee, da sind zu viele Agentaven. Mit Agentaven können wir uns nicht anlegen. Guck mal, wie viel Haltbarkeit hat das Ding denn noch? Null Haltbarkeit. Beim nächsten Schlag geht das Ding kaputt. Können also zurückfliegen. Okay, wir müssen eigentlich nur da rund ums Schneegebiet mal fliegen. Wir dürfen allerdings nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig fliegen. Da ist der rote Ark. Wir müssen... Boah, das ist mal so schwierig zu sehen hier. Wo ein guter Ort ist und wo nicht. Da, wo Raptoren sind, ist ein Scheißort. Alle anderen Orte kann man überleben. Unglaublich, dass Raptoren das Spiel so sehr verändert haben jetzt. Also, es ist unglaublich. Wir sind ja eigentlich schon fast das Gefährlichste auf der Map. Alle anderen Tieren kann man ja mehr oder weniger ausweichen. Aber die reißen einfach. Ich meine, gut, Mikroraptoren sind da auch ziemlich böse. Oh je, ich bin ziemlich schwer. Ich muss nur aufpassen, dass ich nirgendwo lande, wo Raptoren sind. Ah, das ist ein Rex. Ja. Wir müssen da unten lang, trotzdem landen. Den Stein hier. Ich brauche die Karte jetzt nicht mehr. Ich weiß, wo ich bin. Aufpassen, dass hier kein Raptor angekrochen kommt. Das können die nämlich sehr gut. Rex ist mir eigentlich egal, dass der hier ist.
bin ich weg. So, und weiter geht's. Boah, ich bin absolut überladen. Habe ich irgendwas, was ich wegwerfen kann? Hey. Ich habe nichts. Ich bin kurz davor, mich von den Kristallen zu trennen. Okay. Troodon. Hinten sind wir schon. So. Mach die Ausdauer. Heile. So, einmal noch. So. Und weiter geht's. Wir fliegen schon schnell. Okay. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Puh. Das war anstrengend. Da hinten sind unsere Rechse. Ich meine, wir können ja trotzdem schon mal eine Agent. Aber hier ist ja keine Agentaris. So, was haben wir denn? Wie viel haben wir denn? So, zack. Holen wir den restlichen Schund auch noch mit. So, 87. 87, so. Ich glaube nicht, dass ich das alles tragen kann. Oh doch, ich kann das alles tragen. Na dann, 817 ist wieder so eine scheiß Zahl, aber ist auch egal. Genau aus diesem Grund habe ich 4 Öfen hier. Zack, zack. Zack. Einer ist 5, einer 4. Zack. Zack. Bin mir nicht sicher, ob die Pfeile schon reichen. Gucken wir mal, wie viele haben wir denn jetzt? 100, ja, die müssten reichen. Die reichen. Zack. Und zack. Ja, das ist praktisch überall 204. Ist doch in Ordnung. Mhm. 204 sind Top-Werte erstmal. Ich hab nichts mehr zu essen hier. Ich muss mal wieder was zu fressen machen. So. Lass mich durch. Lass mich durch. Ach, komm. So. Sollte reichen, oder? Wir haben jetzt... So. Machen wir das so. Zünden wir mit Holz an. Zentpulver kann ich mir nicht leisten. In die Feuersteine sind ja alle draufgegangen. Sollte aber eigentlich reichen. Okay. So. Oh. Das war's. Oh, die Pfeile habe ich auch mal hier reingepackt. Zack. Okay, das geht ja noch. Die kann ich noch reparieren.
Leder fehlt mir und Holz fehlt mir. Na gut, machen wir. Reparieren wir die später. Ist mir auch egal. Gucken wir mal, wo könnten wir eine Agentavis denn haben? Hyenodons, Kentros und eine Agentavis. Hat jedenfalls ein gutes Level. Was hat die Agentavis? Ah, 32er Agentavis. Alles ist nicht unbedingt das, was ich wollte. So. Da muss aufpassen. So. Wir brauchen ja immer noch Metall. Zack, zack und zacke die Lack. Was fehlt denn? Leder? Ja, noch immer noch Leder. Du hast nicht zufällig Leder dabei, oder? Zufälligerweise hat das Ding Leder. Gut. So, jetzt aber. Reparier die. So. Das erledigt und du hast noch ein bisschen Fleisch. So. Und ja, wir haben noch nicht so spät. Und wir fliegen mit oben zum blauen Obelisken. Weh, da ist jetzt ein Gegner gespawnt, dann lache ich. Aber eigentlich spawnen dort hier keine Tiere beim Obelisken. Mir ist kalt. Bam, bam, bam. Jetzt ist mir nicht mehr kalt. Also immer noch kalt, aber. Ich habe keine Eiswürfel mehr. Also können wir mal ein bisschen gucken. Weh, das ist jetzt ein 200er Mammut. 64. Könnte ich töten. Das Problem, was ich habe, sind nicht die Schweinchen. Wenn die Schweine mir zu nahe kommen, es tut zwar ganz schön weh. Aber ich kann noch rechtzeitig auf mein Tierchen kommen. Wenn der Jutyrannus auftaucht, einmal brüllen und tschack. Der Petri fliegt weg. Oder die fliegt weg. Wer ist denn der? Aber nicht so hoch, nicht so tief fliegen. Hier könnten überall Pullover sein. Nee, sieht aber nicht so aus, als ob da Bolovia sind. Ich sag jetzt nicht, hier ist ein. Ja, hier ist nichts, aber hier ist Metall. Das ist das, was ich meinte. Wir brauchen ja noch ungefähr. Also 400. Wieso ist es kalt? Wieso ist es hier kalt? Wieso ist mir jetzt kalt? Aber ich weiß, die Himmelsspitze ist. Hier ist jede Menge Metall. Und hier ist nichts Gefährliches. Minus 8 Grad. Komisch, dass ich da jetzt. Fast schon verdächtig, ne? Dass hier. Eigentlich ein bisschen verdächtig, dass hier nichts ist. Naja, bauen wir das einfach mal ab. Der Hoffnung, dass jetzt nicht von oben ein Giga runterfällt. Das wäre jetzt ein bisschen blöd.
Ich meine, wenn ein gutes Level ist, finde ich zwar immer noch blöd, dass ich jetzt gestorben bin. Aber hey, dann habe ich zumindest einen Giga gefunden. So. Ja, aber hier in der Nähe spawnt eigentlich nie etwas. Zumindest habe ich noch nie erlebt, dass... Boah, Alter. Metall ohne Ende. Ein sehr guter Metallspawn. Mir ist kalt. Ja, ich weiß, dass dir kalt ist. Boah, hier geht's aber ganz schön ab. Hätte ich vielleicht vorher direkt nachgucken können, was hier alles so spawnt. Ist ja gar nichts los. Ist ja easy peasy hier. Das waren seine letzten Worte. Waren seine letzten, wirklich, das waren die letzten Worte und danach hat man nie wieder was von ihm gehört. Ist doch immer so. Alter, wie viel ist denn da drin? Boah. Hier ist alles nur rein, von das sind alles reines Metall. Das macht es irgendwie noch genialer hier oben. Es ist sicher. Es ist safe. Es sind safe plates. Und Metall ohne Ende. Das ist gut. Ach ja, sobald man Flugtier hat, hat man ganz andere Möglichkeiten. Und wenn man Giga hat, einen Hochleveligen, hat man auch ganz andere Möglichkeiten. Und wenn man erst einen Implanted Giga hat, dann liegt einem die ganze Welt zu Füßen. Ah, schon wieder Hold up. Wie viel haben wir denn? 340 Metall. Ja, ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Und hier ist noch jede Menge weiteres. Alter Verwalter. Nee, ich lasse das jetzt erstmal. Ja, das hat seine Gründe, dass ich das jetzt erstmal lasse. Erstens, weil mir arschkalt ist. Zweitens, weil ich nicht mehr brauche. Ich will nicht zu viel Metall jetzt farmen, sonst... Ich fliege, glaube ich, in die falsche Richtung, oder? Ja, ich flog in die falsche Richtung geflogen. Hier ist nichts, siehst du? Man sieht keine Pullover, nichts. Herrlich, das ist ein super Ort, da kann man mit der Argentavis und dem Ankylo einfach mal hinfliegen. Echt herrlich. Gefällt mir richtig, muss ich sagen. Aber was mir nicht so gut gefällt, ist, dass da unten schon wieder ein Jojo ist. So, einmal kurz hinsetzen. Ich bin schon wieder fast überladen. Machen wir mal so. So, schon besser. Hier sind auch Argentaven. Könnte ich auch eine Argentavis... Ah ne, ich kann glaube ich da oben nicht bauen, ne? Nee, ein Obelisk kann man nicht bauen. Vor allem müsste ich erstmal einen Ort finden, an dem ich das die Falle bauen kann. Ja, das reicht. Das sollte reichen. So. Wir sind daheim. Es wird Nacht. Ach, jetzt habe ich nur 300 gefarmt, ne? Ah. Egal. Mehr als genug. Kann ich jetzt schon mal... Ich kann es jetzt schon mal mitnehmen. Und so. Ne, so, oh, 85 für jeden ist doch eigentlich sogar eine ganz glatte Zahl. Zack. Und zack. Und zack. Und nochmal zack. Ja. Kriegt schön schöne Kohle dabei raus.
Oh, ich bin gleich schon wieder ein Level up. Mann, bin ich gut. Ja, ich könnte das mal machen. Ein bisschen Zündpulver. Ich habe noch jede Menge Zündpulver. Machen wir. Oh ne, das geht ja nicht. Habe ich sonst noch irgendwo? Habe ich ein bisschen Narkotik? Habe ich da noch irgendwas? Ne. Ne. 15 Narkotiks habe ich. Yeah. Das ist ja richtig viel. Apropos, ja, wir könnten eigentlich das mal. So. 21 Fleisch. So, 20 Fleisch. So. Wir können auch wieder mal die normale Rüstung anziehen. Und so. Jetzt haben wir alles wieder so, wie es sich gehört. Genau. Was machte ich denn? Ah, ich habe noch da. Einen Pelz kann ich immer gebrauchen. Fehlen noch zwei Pelzrüstungsteile. Oh. 50. Kann ich da schon einen weiteren Teil herstellen? Nee. Welcher Teil fehlt mir? Also, Hose fehlt mir. Hose und Schuhe. Da habe ich genug. Und die Hose braucht 96. Aber ich hatte genug für die Schuhe. Ich habe wirklich nicht genug. Fasern? Kann ich mir fast nicht vorstellen. So. Dann nehmen wir uns einfach ein bisschen Fasern. So. Ist doch schon einiges angenehmer. Es geht langsam voran. Jetzt haben wir die Ruhe vor dem Sturm und dann beim nächsten Mal werden wir den Giga töten. Ja, wobei müssten wir eigentlich hinkriegen. Sag mal, ach da. Wir nehmen einfach mal das. Boah. Ja, sieht doch schon schöner aus. So, endlich gibt es mal wieder Metall. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, genug. Rüstung, Pelz. Also, die Fasern auch noch da rein. Das kann noch da rein. Die Schuhe, die Handschuhe hatte ich noch, ne? Ja. Dann haben wir schon das vierte Pärchen. Brauchen unbedingt ein Schaf. Wir müssen ein Schaf haben. Deswegen brauchen wir eine Agentavis. Die Agentavis kann sich nämlich das Schaf einfach schnappen. So, jetzt brauche ich noch die Hose. Heißt im Klartext, ich brauche 90 Pelz. Gut. 90 Pelz. Ist voll schade eigentlich. Aber wir brauchen. Annehmen. Sieht zwar jetzt total kacke aus, aber wir haben ein bisschen Haare. So. Das ist doch wieder völlig in Ordnung und ich denke, das reicht auch für heute. Es ist Nacht geworden. Ein perfekter Abschluss für die Folge. Während das Metall noch schmilzt und ich mich vorbereite auf den Kampf gegen den Giga, würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn
Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.